Hallo und herzlich willkommen hier bei Caroline Seager am Mittagstisch, beziehungsweise beim Frühstück. Obwohl bei diesem Sonnenschein könnte man jederzeit denken, dass hier Mittagssonne ist. Ja, die Tagespflege hat gerade eröffnet, Caroline macht sich fertig und das sollten wir auch mal tun. Ja, zum Beispiel damit, dass wir hier die Teller wegräumen könnten oder so. einfach mal gucken. Moment, mit Pickles komme ich da nicht weit. Aufräumen, Caroline. Nicht ewig in der Gegend rumstehen und warten, dass man angezogen wird. So, nee, genau. Eins weiter zu tief. So, kommen hier wieder Kinder, die schweben? Nein, diesmal keine schwebenden Kinder, aber mehr junge Männer, die hier alles bringen. So, du wolltest aus der Toilette trinken, Fieber. Das können wir doch gerne einrichten. Wo ist denn hier die Toilette eigentlich? Das ist die viel bessere Frage. Ich war jetzt total durch den Spiegel irritiert. Ich dachte, dadurch, dass das... Ach Mann, ey, ich habe gerade überhaupt dieses Klo falsch eingeschätzt. So, ja, Tageslege hat eröffnet. Das haben wir jetzt alle schon mitbekommen. So, du kannst auch noch hier den Napf filmen, Kamala. Caroline, mein Gott. Ah, die Musik ist auch schön entspannt, oder? Ich finde die total so... So, die Kinder sind gestresst, alles klar, die können ja mal auf dem Kauknochen rumkauen. Vielleicht ist das ein bisschen Stressabbau für sie. Keine Ahnung. So, kuscheln, kitzeln, in Luft werfen. Meinetwegen noch eine Windel wechseln, ist eine super Idee. Kau auf dem Kauknochen, kau auf dem Kauknochen. Da ist der Kauknochen, er ist nicht weit weg, da ist der. Kau drauf rum. Okay, dann hast du halt Stress. Kann ich auch nichts machen. So. Okay, Windeln voll hat's auch schon. Na super. Achso, war schon schmutzige Windel. Mein Gott, naja. Ich dachte, ich habe nur Windelwechseln eingegeben. Ach mein Gott, ist er laut hier. So, dann kannst du ja mal hier mit, wie heißt sie eigentlich? Edda. Also vom Rosa her würde ich ausgehen, dass es ein Mädchen ist, aber kann ja auch der Edda sein oder so. Man weiß es nicht. Caroline, kommst du hier runter mit dem Kind? Was ist denn dein Problem jetzt? Was? Job wechseln? Nein, wir wollen hier gar keinen Job wechseln. Was? Bürgermeister, Job Level 7, soll Paul... Blablabla. Was, wir können Bürgermeister werden? Oh. Naja, Bereichsmanager oder Bürgermeister? Ich glaube, Paul würde der Bürgermeister schon gefallen, oder? Wollen wir das einfach mal machen? Unser Job ist gerade sowieso scheiße. Da gehen wir doch mal lieber schnell in die Politik. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, jetzt kennt er auf einmal... Okay. Laut. So, Paul hat mal eben hier alles gekündigt, sausen lassen, wie auch immer. So, kannst ja hier mal eine Textnachricht schreiben, eine freundliche, und danach eine Runde plaudern, Paul. Ich wette, das kommt voll gut. So, Caroline, was ist jetzt hier dein verdammtes Problem? Lauf doch einfach drumherum. Das ist nicht schwer. Einfach nur einmal... Genau, einfach dran vorbei. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Nein, jetzt nicht die blöde Lampe. Einfach hier dran vorbei und runter. Was, tut mir leid? 4 Stunden, okay. Also hat sie gerade keine Zeit. Hä, was ist denn dein fucking Problem? Geh da einfach mal die scheiß Treppe runter. Treppe nehmen, bloß. Wie jetzt? Ohne Kind? Du bist doch bescheuert. Bist du hier gekommen? Nee. Wie kann man so blöd sein? Also Caroline... Die Musik hat mich jetzt schon ein bisschen gestresst. Ich wette, die Kinder zahlen es mir jetzt heim, weil ich sie mit dem Kauknochen verarscht habe. Ich wette, das liegt daran. So, jetzt bring es bitte hier runter. Bring das Kind da runter. Oh, meine Güte. War das jetzt eine Geburt? Hilfe. Oh. Ach ja, ihr wolltet ja wissen, wo ich die Teppiche her habe. Fällt mir gerade ein, nicht, dass ich es wieder vergesse. Muss ich selber kurz gucken. Ne? Finden wir aber raus. Teppiche. Ich glaube, das ist der Blütenteppich. Ja, also das ist Downloadware. Keine Ahnung, wo der herkommt. Kann ich euch leider nicht sagen. Oh Gott, wo war der bei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ihr müsst einfach mal den Store durchforsten oder euch vielleicht mal durch die Gemeinschaft fragen. Ich weiß nicht, wo der her ist. Verdammte Axt, ich weiß es nicht. Ja, den Schmetterling wolltet ihr auch wissen, aber der ist dann genau des Jahreszeiten gewesen. Und der Rest seht ihr ja hier gerade selber. Das ist alles so... Das meiste, was ich habe, ist so Download-Content, aber alles aus dem Store. Also nicht jetzt hier irgendwo aus fremden Seiten. Also es muss da irgendwo sein, wenn es auch ein Set ist oder so, weil einzeln habe ich die nicht gedownloadet. Glaube ich zumindest nicht.
Wenn ich einfach mal bei Teppichen gucken, vielleicht gibt es die ja einzeln und wenn, waren sie in irgendeinem Set mit drin. Uff, aber frag mich nicht, welches. Ich merke mir das doch nicht, es ist so viel. Und ja, es wird ein Video geben, wo ich den ganzen Store-Content vorstelle. Einmal Möbel und sowas und einmal auch Frisuren und Klamotten. Wird es geben, aber, oh Gott, Leute. ich plane. Ich bin dabei, ich habe es mir jetzt vorgenommen, spätestens Anfang nächsten Jahres kommt's. Versprochen. Wir kriegen das hin. So, wie geht's jetzt hier unserem süßen Schnuffelpuffel Ada? Die heißt Ada. Oh, ich bin da dumm. Oh, jetzt muss ich erst mal darüber wegkommen, dass sie Ada heißt. So, Ada, oh Gott, nee, das wird peinlich. Miese Laune, sehr hungrig. Gut, okay, ich habe auch miese Laune, wenn ich Hunger habe. Ich verstehe dich vollkommen, Ada. Ada, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Palmira ist auch mal wieder da und ihr geht es so gar nicht gut. Kitzeln, in Luft werfen. Okay, Windeln hat sie noch nicht voll, aber bald. Fress doch ein bisschen Hundefutter machen. Das Kinder nicht hier auch? Fressen die nicht manchmal Hundefutter? Ich meine nur. Verhungern muss hier keiner. So, ach ja, Paul, du stehst da auch noch nutzlos in der Gegend rum. Du brauchst ein bisschen Charisma, mein Freund. Ich hoffe, dass du noch welches ausbauen kannst. Wenn nicht, wäre schlecht. Kann ich das reinstellen, ohne dass es switcht? Ja, sehr gut. Ja, Schlafzimmer. Haben wir im Schlafzimmer einen Spiegel? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir einen Spiegel haben. Ach, hey. Ach, hier steht einer. Gut, alles klar. Reden üben. Pass es mal, Paul. Vielleicht funktioniert es ja noch. So, du stinkst jetzt auch. Alles klar. Dann können wir dir auch die schmutzige Windel wechseln und dich mal hier unten absetzen. So, wie geht's dir jetzt? Etwas mehr Spaß, ne? Hol dir doch Spaß, hier liegt doch genug Krempel rum. Wie viel willst du denn noch hier im Zimmer haben? Mehr kann ich denen auch nicht geben. Genau, Spiel in der Kiste. Das ist ein super Plan. Spiel in der Kiste. Ja, hol das Spielzeug raus. Die Ada. Ada. Oh, finde ich das gut. Ich finde es so gut. Oh mein Gott. So, ja, hier. Nein, das ist doof. Ja, das wollte ich. Kannst du mir auf den Boden füttern? Das ist ein Wahnsinnsplan. Doch, das Schiff schaukelt ja auch hin und her. So, dann können wir mit ihr hier nochmal kuscheln und dann eventuell mal mit Kralle angreifen. Das bringt ihr erstmal ein bisschen Spaß. Okay, es gewittert draußen. Kein Wunder, warum das hier so wackelt. So, und Paul kann anscheinend noch Charisma lernen. Das ist genauso gut. Von zu Hause aus arbeiten, ja, das können wir auch. Mein Gott, ey, was wir nicht hier alles schaffen. Ist ja Wahnsinn. Und Paul ist Bürgermeister, Leute. Was haltet ihr denn davon? Mensch, Isla Paradiso, du hast etwas Wichtiges dazu gewonnen. Okay, Ada ist gut gelaunt. Dann können wir sie ja mal hier reinsetzen in den Laufstall. Ja, da gab es auch letztens so ein lustiges Kommentar. Wieso setzt du sie denn nicht in den Laufstall und machst nicht dies und machst nicht jenes? Sie können auch da sprechen lernen. Ja, das ist weiß ich. Aber in dem Moment war mir das nicht wichtig, sondern die Laune der Kinder war mir wichtig. Und wenn die dann nur zur Hälfte was lernen, aber die Laune scheiße ist, kriegen wir weniger Geld. Und das ist dann ungünstig. Und deswegen habe ich sie da nicht reingesetzt. Mir ist es durchaus bewusst, dass das möglich ist. So, ja, wie geht's dir jetzt eigentlich? Mehr Spaß? Langsam? Okay. So, in Luft werfen. Kuscheln. Das ist immer toll. Und dann können wir dich auch mal in die Gehhilfe packen. Hier, kannst du gleich mal die hier nehmen. Wer warst du denn jetzt? Du warst Palmira. Ach, herrje. So, wir sind so lieb zu den Kindern. So, wie geht's dir? Brauchst du Spaß oder irgendwas? Ja, hätte gern etwas mehr Spaß. Das da macht Spaß. So, da ist die Rutsche im Weg. Da muss es aber doch hier gehen, oder? So, Palmira, ab. Ab geht's. Aber wir können das Ding bestimmt auch umstellen, oder? Gott, ey, das gewittert ja ganz schön draußen, ne? So, dann gehen wir hier auf Toilette, Caroline. Dann hast du ein bisschen was zu tun. Und sie hier kann mal losfahren. Palmira, du musst doch schon ein bisschen laufen, sonst wird das nichts. Dann hängst du da halt fest. Dann kann ich dir auch nicht helfen. So, Piggles stinkt schon wieder. Und Fieber, die, naja, in der Schüssel spielen. Na, mein Gott, die hat Spaß. So, und unsere Kleine will hier einfach nicht laufen. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Ach Mensch, Caroline, kannst du was Sinnvolles machen in der Zeit, wo die hier sich beschäftigen? Du kannst ein bisschen was lernen. Das ist doch immer gut. Setz dich mal irgendwo hin. Du hast genug Stühle zur Auswahl und rennst jetzt nicht. Ach, du rennst in die Küche. Ja, gut, dann pack dich in die Küche. Erhol dich mal. Lass die Kinder alleine. Aufsichtspflicht verletzen ist eine super Sache. Richtig spannend. So, das können wir... Ach so, das ist Deko. Alles klar. Hey, warum lernt ihr denn nicht in euren Teilen hier? Ihr könnt euch ja mal ein bisschen anstrengen und was damit machen. Dafür ist es ja da. Oh mein Gott. Okay, das scheint nicht wirklich viel zu bringen. Caroline, kannst du sie gleich wieder rausholen, wenn du da zu Ende gelernt hast?
Was allerdings noch ein bisschen dauern könnte, weil ich nicht weiß, warum ihr hier nichts macht. Okay, sehr merkwürdig, aber wir kriegen noch raus, wieso, weshalb, warum. Ach Mensch, Fiebermaus. Du könntest mal das Katzenklo benutzen. Wo habe ich denn das hingestellt? Irgendwo nach draußen. Ja, da ist es ja auch schon. So, benutzen. Ach Mensch, was geht hier im Inselparadies? Irgendwie ja nicht so viel, ne Paul? Du bist ja gerade auch eher der schüchterne Typ. Ja, wir hatten ja auch das Kinderthema angesprochen und viele von euch, finde ich, hatten recht. Im wahren Leben würden Menschen in dem Alter auch nicht unbedingt nochmal ein Kind ansetzen. Da ist eigentlich außen vorbei. Ich meine, gut, Paul und Caroline sind jetzt schon die Ausnahmeregelung irgendwie und ich hätte gerne noch ein Kind. Aber ich finde, wir sollten es hier auch irgendwann mal enden lassen und jetzt nicht noch Generation 3.0 erschaffen. Das können schon die Seagulls 2.0 erledigen. Dazu brauchen wir Paul und Caroline nicht mehr. Denn irgendwann ist leider hier auch mit ihnen Schluss, gerade da ich ja die Alterung aktiviert habe. Und ja, dann werden auch Paul und Caroline das zeitliche Segen hin und wir werden sie leider nicht mehr verfolgen können. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit und spielen Bürgermeister in Isla Paradiso, also von daher ist das ja alles völlig in Ordnung. So, Paul, du könntest eigentlich auch mal deine Kinder anrufen. Verstehst du dich überhaupt mit jemandem deiner Kinder? Naja, mit Melinda so halbwegs. Die könntest du ja mal nach Hause einladen. Okay. Ja, jetzt erzählt mir nicht, wir haben hier wieder das alltägliche Problem der Sieges, ne? Stocken am laufenden Band. Fände ich jetzt persönlich nicht so günstig. Okay. Anscheinend will das Spiel es nicht anders. Aber nun gut, ne? Wir können ja auch mal wieder in eine Option gehen und irgendwas rausnehmen. Keine Ahnung, Fortlauf der Geschichte zum Beispiel. Oder auch hier genau das ein oder andere Wetter, ne? Weg damit, wer braucht das schon? Dann läuft es vielleicht wieder ein bisschen flüssiger, ne? Ja, gut, tut mir leid, habe keine Lust drüber zu kommen. Siehst du, Paul, das hast du davon, dass du dich nie mit deinen Kindern beschäftigt hast. Böse, böse. So, ja, wir können ja nochmal versuchen... Nein, Liebesbrief will ich jetzt nicht gerade an sie schicken. Das vergessen wir mal wieder ganz schnell. Wir können ja nochmal eine Textnachricht schicken und dann nochmal mit ihr plaudern. Die 4 Stunden müssten ja so langsam um sein. So, Caroline, jetzt ist aber mal Schluss hier mit Rezepte lernen, weil deine Kinder, die brauchen langsam ein bisschen, ne, was anderes hier. Lass erstmal raus. So, hier, bla. Ja, spiel mal mit ihr. Das ist vielleicht ein ganz guter Plan. So, wie geht's dir? Du willst auch mehr Spaß. Na, lauf doch mal ein bisschen mit dem Teil. Können wir mit dir spielen? Ne, wir können dich nur rauslassen, wa? Ja. So, hatte sie jetzt Spaß? Keine Ahnung. Ja, Ada in Ordnung und Palmyra gut. Na wow. Das war jetzt irgendwie nicht so der Plan und genau deswegen wollte ich die Sachen nicht verwenden, weil dann immer das passiert. Obwohl sie normalerweise sie auch mal nutzen sollten. Also es ist schon ein bisschen komisch. Ja, lass die mal runter, bitte. Weil das bringt es jetzt auch nicht mehr. Dann können wir eigentlich mal nach oben verschwinden. Ich hoffe, du kommst jetzt hier durch, wenn die Eltern runterlaufen. Ja, kannst du ja nochmal hier ein Pilzomelett essen oder so. Keine Ahnung, versuch's einfach mal, Caroline. Ja, Caroline schafft es nach oben. Wahnsinn. Paul telefoniert noch mit Pia. Mensch, kann Caroline ja auch mal Sarah und Tara anrufen, wenn wir schon mal dabei sind. Ah, und Caroline wieder beim Essen. Mensch, wir fangen ja hier an, wie wir beenden. Wahnsinn. So, Paul, du kannst dann auch noch mal was futtern. Siehst du, das habe ich jetzt irgendwie total verplant. So, Caroline räumt auch gleich weg. Mensch, Caroline, du bist ja die Beste, sag mal. So, hier, duschen eine Runde. Ja, Level 2 der soziale Netzwerkefähigkeiten. Immer weiter schön SMS versenden, Paul. Klappt super. So, neuen Blogbeitrag schreiben. Nee, Blog gibt es heute nicht. Reicht, wenn du erstmal mit deiner Chefin hier eine Runde plauderst. Wird Zeit, sich mit ihr anzufreunden. Naja, läuft eher nicht so gut. So, Caroline, duschst du jetzt oder wartest du noch länger? Also, mir soll es egal sein, ne? Aber das ist deine Zeit, die flöten geht. Nee, Botbau will ich jetzt gerade nicht so lernen. 3 reiche Freunde klingt nicht übel. Und hier brauchen wir auch noch ein bisschen. So, jetzt ist erstmal wieder 3 Tage die Tagespflege zu. Mein Gott. Ungünstig. Da, du kannst ja noch dein Rezept hier zu Ende lernen und dann vielleicht noch hier das ein oder andere anfangen. Und dich dann auch irgendwann umziehen. Ne? Wenn du es in Erwägung ziehst, wäre das schön. So, mit der haben wir uns jetzt schon so halbwegs im grünen Bereich angefreundet. Also schön weiter telefonieren, Paul. So, Piggles, du solltest da vielleicht mal rauskommen. Was heißt denn hier benutzen? Piggles, wo bist du eigentlich? Piggles, du steckst da fest. Komm mal da raus. Okay, Piggles steht fest. Dann sollten wir ihm vielleicht mal helfen.
Nee, da stimmt was nicht. Da habe ich irgendwas vertauscht. So. Nee, das ist auch falsch. So. Nee, das ist auch nicht gut. So. War das richtig? Nee, das war definitiv nicht richtig, sonst wäre da was anderes. So, Reset Sim Pegel Teacher. Ha! So, jetzt habe ich es richtig geschrieben. Ich glaube, da war vorhin noch ein C oder so zu viel. Ach Mensch, Pegels, geh nie wieder da schwimmen. Da bist du ja am Arsch. Das geht nicht. Ja, geh mal da schlafen, Mensch. So, und Fieber, du kannst eigentlich auch schlafen gehen. Geh mal da schlafen, so. Und Caroline, kannst du noch irgendwas Sinnvolles tun? Naja, nicht wirklich, außer das, was ich dir sowieso schon gegeben habe. Paul isst ja jetzt erstmal eine Runde. Auch wichtig. Ach, der ist kaputt, ne? Ja, Paul, ne? Riskier mal was. Deine Lebensversicherung ist bestimmt nicht übel. So, Caroline ist ja da jetzt auch fertig, ne? Die überlegt sich ja bestimmt gleich zu kochen. Oder nein, sie will sich mal wieder 10 Jahre umziehen. Ach Mensch, Caroline. So, Caroline, jetzt, wir geben dir die Chance, zieh dich um. Ja, okay, Leute, ich glaube, mit Caroline kann das hier noch ein bisschen länger dauern. Deswegen mache ich erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend nochmal wieder, wenn ihr wollt. Und bis dann.